Salü! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bereit bist, Französisch zu lernen. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. In diesem Video geht es um das Verb parler, sprechen. Und dazu können wir 5 Präpositionen verwenden. Sur, über, à, mit, avec, mit, de, von und sans, ohne. Beginnen wir mal mit parler sur. Das verwenden wir nur in einem Fall, nämlich wenn wir über jemanden sprechen. Also parler l'un sur l'autre. Über eine andere Person sprechen. Das wird aber nicht oft verwendet. Viel öfter kommt parler à vor. Wenn ich mit jemandem spreche, sage ich parler à quelqu'un. Aber auch parler avec quelqu'un ist fast dasselbe. Es ist beides richtig. Hier könnte man auch noch sagen, dass man jemanden anspricht. Und das wäre eher im erzählerischen Sinn gemeint, dass ich jemandem etwas erzähle. Parler avec quelqu'un. Ein Beispiel für parler à: Je te parle plus tard. Ich werde später mit dir sprechen. Also die zwei fast dasselbe. Dann parler de wäre über etwas sprechen oder von etwas sprechen. Parler de quelque chose oder de quelqu'un. Hier kann ich wirklich alles verwenden. Über Sachen, aber auch Personen. Das ist ganz neutral gemeint. Parler de du temps, zum Beispiel über das Wetter sprechen. Apropos Wetter, wenn du noch nicht sicher bist, wie man mit dem Wetter Aussagen macht, dann habe ich dir hier oben noch ein Video dazu. Dann gibt es noch parler sans. Parler sans détour würde heißen, ohne Umschweife sprechen. Und dann gibt es noch sans parler de quelque chose. Bedeutet ganz zu schweigen von, sans parler de quelque chose. Das wären 5 Präpositionen mit dem Verb parler. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Au revoir!